Servus Leute, willkommen wieder zurück. Das letzte Mal sind wir im Aero-Chaos stehen geblieben und bei meiner Inkompetenz, dieses Spiel zu spielen, bin ich natürlich aufs Elendische wieder mal gescheitert. Und diesmal habe ich es nicht vor. Mal schauen, wie weit wir kommen. Ha, da hast du wohl gedacht, dass du mich erwischt hast. Falsch gedacht, mein Freund. Oh, ach komm, nein. Diese fetten... Oh, diesmal sollte mir das nicht passieren. Ich habe auch nicht vor, dass mir das nochmal passiert. Okay. Donkey Kong wartet an des Amtes. Tja, das LP geht langsam in die alles entscheidende Phase. Wir haben es bald geschafft. Und, aber bis dahin haben wir noch ein paar Level zu spielen. Zumindest die 2-3 in der Finale. Boss wartet auch noch auf uns. So. Ich habe das Level genau studiert. Diesmal kann nichts passieren. Bäm, Amatello weggehauen. Bäm, Amatello weggehauen. Jawohl. Ja, komm her. Dich hab ich gesehen. Hohoho, kommt der da angesprintet von hinten? Nein, Amadello diesmal nicht. Hey, Amadello, Amadello, Amadello. Jawohl. Ich habe nicht vor, diesmal zu versagen. Nicht wie beim letzten Mal. Und diesmal habe ich auch genau Acht gegeben, dass mir ja nichts passieren kann. Okay, ein Biber nach dem anderen wird hier feindselig weggeklatscht. Perfekt. Auf, komm. Und hoch mit dir. Sonst mache ich Affenfleisch aus dir. Jawohl. Gut, dann springen wir hoch und springen nochmal hoch. Diesmal habe ich das Gefühl, dass das Glück auf meiner Seite ist. Ich hoffe zumindest. Hau ab. Ihr habt mich im letzten Part genug genervt. So. Ja? Ja? Und? Das scheint für uns gut auszusehen. Nein, nein! Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Okay. Jetzt habe ich so einen guten Lauf. Okay. Nicht versagen, Antas mal fragen. Wenn das eben so gut geklappt hat, dann funktioniert es am zweiten Mal sicherlich noch einmal. Das ist Konzentration pur. Bäm, bäm, bäm. Okay. Dass die Gegner aber auch wirklich so bekloppt platziert haben, teilweise auf den Plattformen, das ist ja eigentlich nicht feierlich. Okay, du dahin. Ah, verdammt, ich glaube, ich weiß, was ich verkehrt gemacht habe eben. Jawohl! Und, haben wir es geschafft? Ja! Ja! Wird doch endlich mal Zeit! Ich hasse das! Ich hasse solche Dinge! Tut mir leid. Die Vorfreude ist halt groß, ne? So, der Endspurt rückt immer näher. Und jetzt, nachdem ich gespeichert habe, weil ich keinen Bock habe, dieses Level nochmal neu zu machen... Geht's in die alles entscheidende Phase gegen den vorletzten Boss. Und dann haben wir es auch schon im Großen und Ganzen schon geschafft. Neckis Rache. Ja, wir dürfen diesen Vogel wieder noch einmal rupfen. Und diesmal ist er sogar richtig lila vom letzten Mal so verkloppt haben. Bäm, jawohl. Ja, und nochmal. Oh. Ah. Ich
Stimmt, ich muss erst warten, bis er geschossen hat. Jawohl. Ah, da komm ich leider nicht dran. Jawohl! Didi, jawohl, das hast du gut gemacht. Yeah, Necki ist schon wieder gerupft worden. Was ein Glück. Damit wäre diese Welt auch endgültig vorbei. Und wir haben dieses Level auch endgültig geschafft, Freunde. Und jetzt kommt das, worauf das ganze Spiel gewartet worden ist. Und zwar das Schiff, die Galionsplanken. Und jetzt wird's richtig ernst, denn jetzt treten wir ihm gegenüber, dem allmächtigen King Carol. Da ist er ja, der fette, das fette Schwein. Endlich, diesen ganzen Ärger. Diese ganzen Level. Dieser ganze Ärger. Jetzt bist du völlig Carol. Ah, verdammt, und dann sind wir schon mal. Und dann kacke ich gleich schon mal voll Kanne ab. Ah, ja, gut, okay. Wer hat schon gesagt, dass finale Bosse leicht sind, ne? Wenn ich dich zerlegt habe, ist alles aus. Bäm! Auf die Nuss. Ich wusste, dass du nochmal rennst. Schmeiß. Jawohl. Ich komme, glaube ich, von beiden Seiten, ne? Wie ich mir jetzt gedacht habe. Bäm! Und wieder auf die 12. Okay, jetzt werden sie wahrscheinlich an beiden Seiten nochmal durchschießen. Zweimal. Boah, die Bossmucke ist natürlich super geil, ne? Die passt natürlich zu sowas. Ah, verdammt, nein! Ja, Ladies and Gentlemen, damit ist das unmöglich geschafft, endlich. Und zwar ist King Carol besiegt. Wir danken, in tiefer Dankbarkeit danken wir natürlich all denen, die da mitgewirkt haben. Und zwar die Klapptraps, die Quascher mit den Charakteren und sogar alles noch falsch geschrieben. Okay, Leute, das war's noch nicht. Ja, das Fragezeichen am Ende und dass das Kommando King Carol hatte, wissen wir ja auch, ne? Das ist nämlich einer der wenigen Bosse, die uns einfach hier volle Kanne verarschen. Das Problem ist, ich habe nur noch Didi. Bäm! Nein! Ah, verdammt! Okay, das ist jetzt natürlich dumm gelaufen. Das konnte keiner voraussehen. Ja gut, ich habe auf der einen Seite, ich muss dazu sagen, ich habe es auch bewusst, ne? Das sollte man auch nicht gerade vergessen. Ja, das Problem ist, dass es leider kein Zwischenlevel dazu gibt. Das heißt, ich muss jedes Mal dieses bekloppte Necki machen. Den bescheuerten Necki da wieder raushauen. Aber gut, den Vogel, den rufen wir halt mehr wie einmal dann. Boah. Haut er da eine raus eben. Wow. Voll zerrobt. Klasse. Ja, man sollte es nicht so unterschätzen. So einfach sind die jetzt doch nicht, so wie es aussieht zumindest. Hey, was war denn das eben?
Auf Donkey Kong. Hau den Vogel weg. Boah, was war das? Zielsuch-Kokosnüsse, na klasse. Sind wir hier schon bei Donkey Kong 64. Wäre ein bisschen hart. Bäm! Und wieder erwischt. Und wieder auf die 12. Jawohl, das wär's gewesen. Damit wäre der Vogel zum zweiten Mal gerupft. Okay. Dann heißt es wohl erneut in den Endspurt. Komm her, Fettbacke. Jawohl. Ah, er wird immer schneller. Böse. Jawohl, jetzt kommt der einfache Part. Der Anfang ist gar nicht mal so einfach, so wie es aussieht. Bäm! Und wieder auf die 12. So, da warten wir mal, dass die Kugeln wieder retour kommen. Und ausweichen. Bloß nicht erwischen lassen. Das hat mich eben schon ein bisschen geärgert. Okay, noch ein Treffer und dann kommt diese endgale Abspann, wo überhaupt nichts damit zu tun hat. Kann der denn einfach hingehen und ihm einfach so einfach mal volle Kanne in die Zähne schlagen? Okay, damit wird das schon mal gestanden. Jawohl! Die erste Runde ist schon mal geschafft. Okay, ja, ja, eine tiefe Dankbarkeit. Das haben wir ja schon alles gesehen. Die Klapptraps haben kodiert, die Quascher haben Charaktere erstellt und sind falsch geschrieben worden. Die Kunst waren die Kritter zuständig. Und für das Konzept die Klumps und der Kommando natürlich der Obergeneral Kerol. Ja, das war natürlich auch interessant, ne? Okay, aber da das hier nicht der Abspann war, den haben wir ja schon mal gesehen. Wird es jetzt mal Zeit, dass wir dem Fett, dass wir dem Krokodil mal wirklich mal die Schuppen polieren. Oh. Kurze Sprünge, hä, alle. Ja. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Und? Ja, Leute! Der finale Boss, King Kerol, endlich besiegt! Der ganze Wahnsinn hat ein Ende. Jo, gut gemacht, mein Junge! Hat dir Grünschnabel gar nicht zugetraut! Boah, was will der schon wieder hier? Der ist ja noch schlimmer wie Kerol. Klatsch, klatsch. Die ganze Horde Kremlins ganz alleine fertig gemacht. Da lacht das stolze Operherz. Aha. Schau mal in deinem Lager nach, du konntest eine nette Überraschung erleben. Klatsch, klatsch, klapp, klapp, tadel, tadel, auf die Fresse. Yeah. Hätte ich gespielt, hätte ich alles gefunden. Ja, du ausgerechnet mit deinem Rollstuhl. Wahrscheinlich unten Federn dran gemacht, dass er im Rollstuhl jedes Mal hochspringen kann. Klack, bumm, klack, bumm. Da gibt es sicher noch ein paar Bonusräume, die ihr übersehen habt. Ja, das ist klar. Die habe ich auch übersehen. Jawohl, Leute, damit wäre es geschafft, der Bananenfahrer ist wieder da. Alles, was gestohlen worden ist, die ganzen Bosse, alles wieder geholt. Und jetzt geht's nur noch an den Abspann, an die Mitspieler. Und da kommen erstmal die bösen Typen. Die Naughties. Necki. Armadillo. Zinge. Oh ja, die Schweine. Slipper. Mickey Kong. Ja, der dreckige Affe. Mini-Necki.
Gedanken an all denen, die wir fertig gemacht haben. Die bösen Wassertypen. Beidseits. Die Kroktopusse. Schomps Juniors. Und die Schomps. Was gibt's zwei? Hab ich gerade gemerkt. Die Klambo-Muschel. Squitch. Ja, du hast mich wirklich geärgert, aber mehr wie genug. Die Gremlings. Kritte. Ach, Klump heißen die fetten Säcke. Okay. Crush. Oder Crash. Die Klapptrap. Die haben wir schon zu Genüge gesehen. Rockrock. Oh ja, die waren nicht ohne. Crusher. Oh ja. Und die Bosse natürlich. Ah, der Very Naughty, den habe ich so. Der hat mir Spaß gemacht. Master Necky. Queen Bee. Really Naughty. Oh ja, der hat es auch von uns gekriegt ein paar Mal. General Dumpfbacker, also Dumpfwump. Master Necky Senior. Und natürlich der Bösewicht von allen, King Carol. Und jetzt kommen die netten Typen, jawoll. Rambi, dich habe ich schon zweimal in dem ganzen Spiel gesehen und du hast mir überhaupt nicht geholfen. Expresso. Ja, du hässlicher Vogel, die rupfisch noch die Federn. Oh Gott, du kommst bei mir ins Restaurant, du wirst gefressen. Winky. Ja, du warst ganz in Ordnung. Squawks. Ich habe schon nur ein, zwei, zwei Mal gesehen, glaube ich. Und die Familie Kong natürlich. Sein scheiß Rollstuhl. Der Funky Kong. Candy. Oh ja, meine Süße. Klar, ich bin der Nächste. So stelle ich mir den auch vor, wenn er da durchrennt. Cranky Kong. Unser guter Diddy, der uns sehr gut Dienste lassen hat. Und natürlich der Oberaffe Donkey Kong. Ja, mach die Daumen hoch. Ohne mich, ohne uns wärst du nichts gewesen, mein Freund. Tu deine Verarschen dazu. Bumm. Warum hast du dich nicht bei den ganzen Gegnern gemacht die ganze Zeit? Wie sich gegenseitig moppen, ey, das ist unglaublich. Ja, die ist schon cool. Ein Leben hätte mir genügt. Jo, als ob. Ich wäre schneller gewesen. Danke an. Damit kommt jetzt die ganze richtige Leitung des ganzen Spiels. Die Leitung der Programmierung C, Sutherland, Technikprogrammierung B, Gun, zusätzliche Programmierung M, Wilson. Die spezielle Software wurde entwickelt von C. Stampe und C. Tilstone und M. Bettel und O. Norton, M. McLean. Die Figuren wurden hergestellt von S. Miles, K. Ballas. Die Gegenstände wurden erschaffen von N. Stevenson. Zusätzliche Hintergründe von A. Smith. Grafische Feinabstimmung C. Pyle. Die zusätzliche Grafik N. Krog. Musik und Soundeffekte von Device und E. Fischer und R. Beanland. Testspiele H. Ward. G. Richards, Shay Stampe Jr., Shay Husty, H. Stashy, I. Marshall, R. Richardson, Williams, T. Harmon Jr. und die Zusatztests von S. Hochberg, E. Hochberg, S. Austin. Die englische Anleitung und Text wurde geschrieben von D. Austin. Die Koordination übernahm S. Farmer und unterstützt wurde das Ganze von T. Christensen, S. Stinson, H. Tanaka, C. Stampe, L. Stampe. Die Hardware wurde entwickelt von Peacox, Shay Rogowski und ein besonderer Dank natürlich an Mr. Yamuishi, M. Arukawa, G. Takeba, S. Yamashiro, J. Hokuban, A. Haram, K. Lob, S. Polman, M. Hilton und V. Chantal. Das Software-System alias Nintendo und Rare AMC vom Rare-System, das Hardware-System von Silicon Graphics and Rare Systems, die Original Donkey Kong von Shigeru Miyamoto und das Spielkonzept von G. Miles. Die Regie wurde geführt von T. Stampe. Produziert wurde das Ganze von Rare. Und präsentiert natürlich von Nintendo. Die ganzen Götter, die dieses Spiel erschaffen haben. So Leute, ich bedanke mich bei allen. Und ich hoffe, dass wir uns sehr bald wiedersehen. Und zwar im nächsten Projekt, wo wir uns gewidmet haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, das Ganze anzusehen. Ich hoffe, ihr habt genug gelacht dafür, dass ich so blöd war. Und damit verabschiede ich mich und das Projekt Donkey Kong Country. Und zwar alles bis zum nächsten Mal. Das war präsentiert von Elmer und Hasma. Und auf Wiedersehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Adieu.